Herzlich willkommen hier zur nächsten Folge mit dem KSV Zockedudes. Wir spielen heute gegen VfL Osnabrück. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr freuen. Und damit spielen wir jetzt das Spiel. Bis gleich. Los geht's hier auswärts. VfL Osnabrück, Verein für Leibesübung von 1899 e.V. Ah, kann man mal probieren, mit so zwei linken Füßen so einen gammligen Schuss abzugeben. Da geht's rund. Oh, schöner Schuss. Da ärgert sich ein bisschen Ronaldo. Schade. Aber haben sie natürlich auch gut abgefangen, ne? Gut gefangen vom Keeper. Sehr gut. Raffi. Bumm. Da macht er es. Da macht er das Ding. Der gute Philipp. Der macht das Ding. Wie heißt er denn hier? Alves, nee, wie heißt er? Santos, Alex Santos. Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob es sein erstes Tor ist, auf jeden Fall gutes Tor. Sollte nicht mal das erste sein, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Liga schon von ihm ein Tor gab, weil so oft hat er jetzt noch nicht gespielt. Und sie sind immer noch am Drücken. Gut, gar kein Problem. Der Johnson, schade. Der ja nicht mehr bei Holstein Kiel jetzt in Real Life spielt. Wir zeigen schon so ein bisschen jetzt endlich mal den Ton an. Die ersten drei Spiele heute, die ich gespielt habe, waren ja echt Katastrophe. Die ersten 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele in diesem Stream. Und das ist natürlich stark. Den hätte er rüberlegen können. Was macht er denn da? Einfach rüberlegen und da wäre es gewesen. Und vorbei. Okay. Soweit, so gut. Ich denke mal, von den Spielchancen 3 zu 7, das ist eigentlich stark. Aber irgendwie klappt es doch nicht so ganz mit den Treffern, ne? 1-0 ist gut. Warum nicht? Schönes Zusammenspiel da von Brescher und Besi. Der Besenbrescher. Ah. Jetzt müssen wir aber echt mal wechseln. Brescher kann nicht mehr. Es kommt Lärmer dafür rein. Wir machen mal Stissen rein für Raffi. Dann haben wir Santos und Stissen hintereinander. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, bringen wir El Perro hin. Wechseln Besi auf links. Das wär's gewesen. Das wär's. Das wär's gewesen. Mann! Ja, Ronaldo mitnehmen. Wow. Ey, wir spielen die ganze Partie über. Souverän. Und dann schaffen sie es in der 84. den Ausgleich zu machen. Na gut. Sembolo. Zwei Punkte verschenkt. Die wir eigentlich gut gebrauchen könnten. Wenn wir noch mehr Punkte daraus werden, die wir verschenken, dann beiß ich hier einen Besen. Und vorbei. 1:1, das ist bitter. Bitter, bitter, bitter. Wir haben so viele Chancen gehabt. 5:15. Mhm. Na gut. Kannst nichts machen. 1:1. Schauen wir mal kurz auf die Tabelle, wie es da ausschaut. Wir sind Platz 3, 16 Punkte. So, einmal Training bitte. Noch einmal durchlaufen lassen. Zack, sieht soweit gut aus. Paulito
Da ist er mal ein bisschen doppelt trainiert. Paulito, okay. Cech, yo. List, yo. Sehr gut. Da kommen auf jeden Fall einige Punkte zusammen. Pressekonferenz. Einmal motivieren. Mainz 2 ist unser nächster Gegner. Ja, gut. Und dann wollen wir gleich mal schauen. Ich werde die Aufstellung nochmal bearbeiten. Und dann sieht es soweit auch schon mal ganz gut aus. Wir sind, ja, aktuell Platz 3, 16 Punkte. Können aber wieder weiter nach oben kommen. Also mit ein bisschen Glück an Rot-Weiß Erfurt vorbei. Die sind aber von den Torjägern natürlich wieder gut dabei gewesen. Ne? Otaldo und Besi haben keine Tore geschossen. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Hoffe, euch hat es gefallen. Und entweder sehen wir uns gleich wieder im nächsten Spiel oder in der nächsten Folge. Tschüss. Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudinen, hier zur nächsten Folge oder nächsten Partie einfach mit dem KSV Zocke Dudes. Wir spielen gegen FSV Mainz, die zweite Mannschaft. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, auch wenn es dieselbe Folge noch sein sollte. Ihr könnt auch manchmal zwei Daumen abgeben, warum nicht? So. Spannung ist auf jeden Fall da. Wir sind die Heimmannschaft und ich hoffe, dass wir heute den Gegner mal so den Gar ausmachen. Sehr gut. Stissen. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Super. Hübner. Er ist wieder durch. Hübner mit dem 1:0. Boom. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schönes 1:0. Hübner läuft da richtig stark durch. Wahnsinn. Flotter Typ. Bams. Sehr schön. 19 Minuten gespielt. Hübner macht das Ding. Ja, der ist zum Glück weg. Zum Glück. Also, das ist ein richtig geiler Anblick hier bei uns im Stadion. Das sieht richtig cool aus. Finde ich richtig stark. Gut, dass ich das gemacht habe. Ein großes Stadion genommen und nicht irgendwie so ein, naja, so ein 10.000 Personenstadion oder sowas. Wieder Hübner. Ah! Oh, Junge. Gut abgefangen. Und vorbei die erste Hälfte. Also. Ich hätte jetzt gedacht, dass da noch mehr fällt. Aber Mainz hat auch gut sich geschlagen, auch stark abgewehrt und ich habe da das eine oder andere nicht gut genutzt, ne? Mal gucken. Es kommt Wehling rein für Wagner. Hatte Wagner nicht noch schon eine gute Chance hier? Ich meine schon, dass Wagner da mal eine Chance hatte. Sehr schön. Wunderbar, Stissen! Oh, Busy! Ja, schade. Gut, aber reingespielt von Stissen. Das ist ja mein Teamwork. Super. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Brescher mag den Ball nicht abgeben. Das ist doch schön. Oh, Brescher Moon. Abseits. Das mag ich doch. Ja! Durchgetankt! Bam, bam, bada, bam, 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 bam. Ich dachte, der geht einfach so rein, der Keeper macht nichts. Jawohl, jawohl, Besi. Sehr schön. Stissen! Stissen, meine Nissel! War Stissen? Ich weiß es nicht. War nicht beabsichtigt so, aber okay. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Yo! Und vorbei die Partie. Very nice. Very, very nice, meine Freunde. Dritte Liga ruft und sagt,
Very nice. 6 zu 5 Schüsse. Sehr ausgeglichen. Bisher das ausgeglichenste Spiel, was wir hatten, glaube ich. Finde ich schon mal nicht verkehrt. Wir haben Tore von Hübner und Stissen und von Ontaldo. Und wir haben keine einzige Vorlage in diesem Spiel. Warum nicht? Warum war das eben gerade keine Vorlage? Weil er da sich noch einmal um sich selbst gedreht hat, oder was? Torvorlagen. Okay. Wir machen mal Training weiter. El Perro hier Doppeltraining. Der will hier auf jeden Fall dick ins Geschäft kommen. Dick ist er ja schon, der Perro. Und da geht er auch hoch, ab. Er geht auf wie ein Hefeklos. Sehr schön. Die 63 ruft. Tschech auch. Das heißt, nächstes Training muss nicht sein. So, und was? Ausgerührt. Ach, Alves ist wieder frisch. So. Motivieren, Motivation. So, und Platz 2 sind wir. Sehr schön. Hm, okay. Ein Punkt direkt hinter Cottbus. Das ist nicht verkehrt. Wir haben sogar weniger Tore geschossen als Cottbus. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Otaldo mit 5 Toren am sozusagen zweiten Platz beteiligt. Sehr gut. Dann Fortuna Köln. Ist dann der nächste Gegner. Da wollen wir mal gucken. Ich bedanke mich soweit erstmal wieder bei euch. Hoffe, euch hat es soweit gefallen. Gerne die Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder gleich im nächsten Match. Bis dann.